Ich hab da was. Das ist bestimmt rote Kaffeekanne oder irgend sowas. Also es ist was Rotes. Matthias hat schönes Geschenk. Freust du dich, Schatz? Peter hat dann lieber nichts geschenkt bekommen, als wie sowas. Schönes Nikolausgeschenk, Matthias, oder? Du warst schön zu deiner roten Küche. Also ich bin ganz begeistert, wirklich. Also, hier seht ihr das Elend, was ich bekommen habe. Gott sei Dank habe ich den Schnaps vorher getrunken, weil wenn ich ihn nachher getrunken hätte... Ich habe da gesagt, 14-teilig zum Zusammenbauen. Zum Zusammenbauen. Unfassbar. Jetzt sag mal schön Dankeschön. Ja, Dankeschön. Sehen Sie unsere Weihnachtsbeleuchtung. Wir bekommen heute Gäste. Matthias hat den Tisch schön eingedeckt. Das macht er immer. Wir haben den vierten Advent. Jetzt fehlt noch ein Lichtchen und dann haben wir Weihnachten. Hier ist alles schön dekoriert von Matthias her. Das macht ihm halt riesig Spaß. Und er möchte halt immer der Schönste sein. Ich möchte sie immer am schönsten haben. Jetzt ein Weihnachtsdörfchen. Hier hat Matthias auch schöne Weihnachtsdeko. Ist alles super schön. Schöner Weihnachtsbaum, der ist 2,20 Meter oder 2,80 Meter hoch. Unseren schlafenden Nikolaus. Und hier haben wir einen kleineren Nikolaus und hier einen stehenden Nikolaus. Der spielt sogar Saxophon, wenn man anmacht. Und hier die schönen Lämpchen, alle schön dekoriert. Unser Schlafzimmer. Bleib schön hier. Servus verwaltet sich offenbar. Ja, Joyce, was ist denn los? Es ist noch gar kein Weihnachten. Wir haben noch ein bisschen. Die kleine Maus. Ne? Aber du guckst schon mal, was du kriegst. Ne? Du schaust schon mal, was du kriegst. Es gibt schöne Leckereien. Für unsere zwei Süßen. Und der Rest ist dann für uns. Also wie gesagt, nur Ersatz, Hubert. Ja. Komm her, ich mach. Oi, also das auch ist Nikolaus. Das Christkind kommt. Christkind kommt. Oh, Dankeschön. Warst du auch brav? Dankeschön. Warst du auch brav? War brav. Also da haben wir für den Josef von Jürgen. Und geht es ja alles. War ich brav? Weiß ich nicht. Scheiß hier. Ich hab kommt dies ja keinen. Dann haben Scheiß. Wir eine Kleinigkeit für die Tag. Du musst hinaus. Zwei Geschenke für die Zeus und für den Romeo. Für dich.
Danke, mein Schatz. Ach, das Kaputtreißen, das ist immer so. Das ist immer so schaut, wenn das so Hallo, schön Midi. Eingepackt ist. Hallo Midi, was kriegst du Schönes? Ich das mal. Dann habe ich für dich da was. Oh. Ein Klebeckle. Ich habe dir doch gesagt, danke. Schau mal, was da drin ist. Guck mal rein. Für das Stehende und die... Also ich guck, Moment, ich mach mal. Ich bin die erste Mal. Ui, ist kuschelig. Was kuschelig ist, ja? Die Sachen auf die Seite. Ui. Die trotzdem mal in deiner Größe. So, ach, sehr schön. So schnuppert der. Ja, das ist aber in meiner das Größe. Das habe ich schon probiert. Der Joyce hat es auch. Du hast es anprobiert. Wenn es dir passt, dann passt es mir auch. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Der Joyce hat auspacken. Ein rotes Brief. So, ich wünsche euch schöne, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir machen jetzt Bescherung und ich hoffe, ihr freut euch dadurch. Bis dann. Tschüss. Dann habe ich für die Tag mal was. Ihr habt zu schön angepackt und muss jetzt davon weiter. Matthias, mach mal dein Geschenk auf, das Rosane. Moment! Erst machst du mal deins auf. Erst kommt doch ihr. Erst machst du mal deins also, auf. Also das ist für den Matthias. Das ist für den Matthias. Da steht ganz groß Matthias drauf. Ja. Ich glaube, ihr seht das auch. Hat der Hubert selber eingepackt? Ja. Super, das ist was für mich. Wir hoffen, dass er selber eingepackt hat und gewahrt hat er es. Schön. Es sind nämlich verschiedene Ecken rausgebrochen. Bei der andere. Und da wir so wenig weiße Hündlich haben, haben wir nochmal weiße Hündlich. Jetzt haben wir vier weiße Hündlich oder fünf weiße Hündlich. Der Matthias mit seiner neuen Bettwäsche. Ja. Malteser Bettwäsche. Die Malteser, das sind dort Hunde. Matthias, ich habe das gesehen und die wollte ich mir auch. Nein, also schön, vielen, vielen Dank. Ist total süß. Komm her. Dann habe ich für die Tag mal ein Briefle. Jesus Gott. Von dir, Ritter. No, danke schön. Das ist ein Glänzbrief. Ne? So, dann habe ich für was die drin Tag. Was drinsteht, weiß ich nicht, hat dein Sohn selber. Dann habe ich für die Tag mal noch ein Klebeckle. Na, der Tagmar geht's aber gut. Ich wollte es gerade sagen, der Tagmar mit Doppel-T, oder? Sag's doch mal richtig, Tagmar. Mit Doppel-T. Dann habe ich für den Hubert ein kleines Päckchen. Ui. Was gibt's? Dann habe ich für die wieder noch ein Brief. Ne? Na, das ist aber sehr schön. Das hast du doch geschrieben. Das ist dein Schrift. Ah, geil. Das kannst du morgen anziehen zum Spaziergang. Ja, die Ohren kann ich ein wenig so rausstellen. Das sieht bestimmt ein wenig schick aus. Genau wie bei dir. Wieder. Siehst du wie groß aus? Also ich fand die schön. Ja. Guck mal. Und ich habe gedacht, wenn du mit der Petra, oder? Hallo Petra, wenn wir jetzt Gassi gehen mit der Alice und mit der Joyce, kann ich jetzt eine schöne warme Kappe aufziehen. Hoffentlich wird es nächste Woche kalt. Guten Tag. So, dann ein Briefle für dir. Ein Briefle Bleib für mich. Joyce. Da. Und von das Ritter. Mache ich gleich auf. So. Hubert, dann habe ich noch ein Deckel für dir. Noch ein Deckel. No. Mama, da musst du halt machen. Ein Rohr und was umgefallen. Also das grüne Zeug ist hier. Ja. Schaut doch mal, ihr lieben Leute. Das gleiche habe ich letztes Jahr schon bekommen. Der Matthias schenkt mir jedes Jahr das gleiche. Ist das nicht toll? Er hat mir auch verraten, wieso. Weil da sind drei Rasiertklingen drin, die kosten weniger, als wenn vier Klingen. Und damit er sein Maul hält, bekommt er jetzt noch ein großes. Ah. Ja? Was er noch nicht davor zu Weihnachten bekommen hat. Ui, ein großes Bäckerl. Ja, ein großes Bäckerl. Ui. Ich hoffe, es ist wenigstens halbwegs ein Ersatz zu dem, was er sich wünscht. Weil das, was er wollte, habe ich nicht bekommen. Ach, oh, wie immer. Aber halt, deswegen ne? wie immer halt. Ne? Zweite Klasse natürlich. Wir wollen Economy Class, halt nicht First Class. Ne? Oh, also gut, schauen wir mal. Und hier, als Ersatz halt. Oh. 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 Zeig. Sehr schön. Vielen Dank, Matthias. Hoch. Ja, was war das? Die Kapuze? Ja. Ja, und es ist wenigstens, also ich habe halt keine mit Rentieren oder so. Irgendwelchen anderen Sachen gefunden. Ja. Hast du? Sehr schön. Prima. Na, also.
Ja. Komm mal her bei die Omi. Was kriegst du, Matthias? Ich bekomme gar nichts. Du bekommst gar nichts. Nein, der bekommt nichts. Ich bekomme. Oh, die Tiger-Baby. Oh, fürs Hand, für das Handy, zeig mal. Das ist aber 3D. Ja, in 3D. Ich merke schon, ich habe erst gedacht, ich wäre betrunken, aber es ist eigentlich nein, nicht nein. Ui, 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 ui. Donna und Doria bei meinem Rosenkranz. Das ist so der Pater. So, und was haben wir hier? Oh, ich sitze wieder dick und fett da. Ein kleines Brustloch von Matthias. So, ich spiele die Brücke. Der Rest kommt erst. Ach, das ist ganz nett. Und ein kleines Parfüm. Ich freue mich und ich wünsche euch fröhliche Weihnachten, fröhlichen Unsinn und einen guten Beschluss. Ade. Das Matthias, du musst jetzt durchmachen, oder? Das war unsere Bis 4.45 Uhr. Eben. Da haben wir jetzt viel zu tun. Amen. Eine gute Nacht und viel Koffein und Red Bull. Jetzt haben wir die Geschenke für unsere Kleinen. Schau mal, mein Schatz. Joyce, schau mal. Ja. Und das Backerl, sag ich mal, was ist in dem Backerl drin, was sie kriegen, die kleinen? Oh, schöne, feine Leckerlis. Schöne Hundekräfte. Oh, Backerl, halt's halt auch mal grad, Mensch. Ja, oh, da kann ich ja mal einen Duft machen, sag mal. Ich mache mal einen. Sehr schön. Ui. Herrlich. Scheiße, ist das gut? Oh, lecker, 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 lecker. Heute ist ja Weihnachten. Romeo, wo ist denn deins? Romeo, schau mal. Ja, schau mal. Romeo. Romeo. Schau mal, Joyce. Dein Weihnachtsgeschenk. Joyce, du hast keins. Romeo. Nein, lass ihn mal gehen. Wo ist vom Rudis Weihnachtsgeschenk? Der arme Bub kriegt wieder nichts. Guck mal da. Hauptsache die zwei. Die Köder haben nicht. Was. Ne? Hauptsache die Köder haben Köder. Was. Ne? Hat die Moni heute auch gesagt? Nee. Wieso Köter? Das sind keine Köter. Das sind das mal hier Babys. Ob schön. Oh, rieche mal dein Parfüm, ob man das überhaupt benutzen kann. Welch Mäuches hin? Ach so. Wenn es in Ohnmacht fällt, vor lauter Gestank. Oder? Ach, Wunder. Ich habe gedacht, Mama, das hat schon lang gut getan, habe ich gedacht.